Hi, ich bin Luca und heute erzähle ich euch meine Coming-out-Story. Ich mache in letzter Zeit irgendwie wieder öfter Livestreams bei TikTok und diese Frage wird wirklich jedes Mal mindestens 10-mal gestellt. Und zwar, wie hast du dich geoutet? Wie haben deine Eltern reagiert? Hast du Tipps fürs Outing? Deswegen hier jetzt ein ausführliches Video dazu. Coming-out, vor allem bei der Familie, ist natürlich nicht leicht und ich kann euch das nicht abnehmen, aber ich kann einfach mal ein bisschen von mir erzählen. Ich weiß noch, mir hat das damals immer auf jeden Fall sehr viel Mut gegeben, wenn ich so die Coming-out-Stories von anderen Leuten einfach gehört habe. Also ich werde jetzt erstmal so ein bisschen von meinem Coming-out erzählen, vor allem das Coming Out bei meiner Familie, weil das war am schwierigsten. Wie haben meine Eltern reagiert? Wie sind sie damit umgegangen? Hat sich es vielleicht auch ein bisschen verändert im Laufe der Zeit? Und am Ende gebe ich nochmal so ein paar allgemeine Tipps, falls du dich auch bald outen willst. Okay, viel Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bei meiner Familie erst super spät geoutet. Das war so 2017. Da habe ich für mich selbst beschlossen, okay, ich bin trans, ich gebe es zu. Und dann habe ich mich so Ende 2017 bei meiner damaligen Freundin geoutet. Also das ist erstmal so die Timeline. Dann so Anfang 2018 habe ich mich bei immer mehr FreundInnen geoutet. Habe mich dann auch gar nicht bei so vielen Leuten wirklich persönlich geoutet, sondern einfach meinen Namen auf Social Media geändert und gehofft, dass die Leute es irgendwie checken. Nicht alle Leute haben es gecheckt, aber egal. Also zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch in England gewohnt und war dann in England auch bei einer Therapeutin für ein paar Monate lang. Das war jetzt nicht so eine offizielle Therapie und ich habe das auch selbst bezahlt, aber das war einfach so, um mir selber nochmal klar zu werden, was will ich eigentlich. Also ich war mir relativ sicher, dass ich trans bin, aber ich war mir noch relativ unsicher so bezüglich des genauen Labels. Also ich dachte, vielleicht bin ich auch nicht binär oder vielleicht bin ich ein binärer Transmann. Welche Pronomen will ich haben? Welche Transition, also medizinischen Transition-Schritte will ich überhaupt gehen? Ich glaube, da hat es mir ganz gut getan, nochmal mit jemandem Professionellen zu sprechen und nicht nur mit meinen FreundInnen. Ich hatte das Gefühl, da konnte ich auch einfach ehrlicher sein, weil bei Friends hatte ich immer so die Angst, dass sie ja schon diese Wahrnehmung von mir als Person hatten, wie ich früher war. Und ich hatte immer so dieses, ich will die Leute nicht enttäuschen, wenn ich jetzt jemand anderes auf einmal bin. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich bei der Therapeutin mehr Sachen getraut anzusprechen. Dann so im Herbst, immer noch 2018, bin ich dann umgezogen nach München, um meinen Master zu machen. Und das war irgendwie ganz cool, weil das war so ein Neustart für mich. Und ich konnte mich direkt mit dem Namen Luca vorstellen und als Mann sozusagen vorstellen. Okay, mein Name auf dem Ausweis war immer noch mein alter Name. Aber wenn ich halt Leute kennengelernt habe, konnte ich mich immer mit dem Namen Luca vorstellen. Und für die Leute in München, also meinen neuen Freunden, war ich halt immer Luca. Ich war nie jemand anderes und das war irgendwie voll das coole Gefühl. Auf jeden Fall war ich mir dann auch sicher, okay, ich will mit Testo anfangen und habe mir dann in München einen Therapeut gesucht, der mir auch die Indikation für Testo schreiben konnte. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich einen Termin bekommen habe, aber ich glaube, so im November 2018 hatte ich dann mein Erstgespräch bei diesem Therapeuten und der hat dann auch nachgefragt, inwiefern ich schon geoutet bin und so. Und da habe ich halt erzählt, bei meinem ganzen Umfeld in München, bei meinen FreundInnen bin ich halt überall geoutet, aber bei meiner Familie halt noch nicht und ja, das muss ich noch angehen. Und er hat mir auch sehr stark dazu geraten, mich so bald wie möglich bei meiner Familie zu outen. Ich weiß, man schuldet niemandem ein Outing, wenn man noch nicht bereit dazu ist. Aber ich habe das Gefühl, die Familie, vor allem die Eltern, fühlen sich immer so ein bisschen hintergangen, wenn du ihnen Sachen verheimlichst. Also es ist nicht verheimlichen direkt und es ist auch voll okay, mit dem Outing so lange zu warten, wie du willst. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie alt du bist und wie das Verhältnis zu deinen Eltern so ist, etc. Aber mein Therapeut war dann so, ich würde es ihnen jetzt nicht erzählen, so einen Tag, bevor du mit Testo anfängst. Oder einfach mit Testo anzufangen, ohne es deinen Eltern zu sagen und dann eines Tages telefoniert ihr und sie sind so, warum ist deine Stimme so tief? Und ich wusste natürlich, er hatte irgendwie recht, früher oder später musste ich es meinen Eltern erzählen, aber ich hatte halt auch irgendwie nie so ein super enges Verhältnis zu meinen Eltern. Also ich habe mich gut mit denen verstanden und so, wir waren jetzt nicht zerstritten, aber irgendwie in unserer Familie haben wir halt nie so über persönliche Sachen und Gefühle und sowas geredet. Deswegen habe ich auch diese Trans-Geschichte super, super lange nicht angesprochen. Und das Ding ist, ich hatte mich ja eigentlich schon ein paar Jahre vorher mal bei meinen Eltern geoutet. Damals hatte ich mich als geoutet oder als lesbisch, ich weiß gar nicht mehr als was genau. Und da haben die auch nicht rumgestresst oder so. Also meine Eltern sind wirklich nicht konservativ. Aber trans sein ist natürlich nochmal was anderes als bi sein. Ich glaube, Menschen haben immer das Gefühl, wenn du eine Transition machst, so zum Beispiel von Frau zu Mann, dass du auf einmal eine komplett andere Person bist. Aber so dramatisch ist es ja gar nicht. Du hast vielleicht einen anderen Namen und andere Pronomen und siehst ein bisschen anders aus, aber alles andere bleibt eigentlich gleich. Naja, ich war auf jeden Fall trotzdem sehr ängstlich vor der Reaktion meiner Eltern, obwohl ich eigentlich wusste, dass sie so mit solchen Sachen eigentlich recht cool sind. Und ich war mir relativ sicher, sie werden mich jetzt nicht spontan enterben und den Kontakt komplett abbrechen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch 24. Ich habe in einer komplett anderen Stadt gewohnt, also rausschmeißen hätten sie mich eh nicht können, aber ich war halt trotzdem super nervös und ich habe mich dann letztendlich kurz vor Weihnachten dann geoutet, also immer noch 2018. Und zwar habe ich mich zuerst bei meiner Mama geoutet und zwar indem ich ihr eine extrem lange E-Mail geschrieben habe, in der ich wirklich alles erklärt habe, wie ich mich fühle, wie ich das realisiert habe, was das bedeutet. Und ich habe wirklich so gezittert,
begeistert, als ich diese verdammte E-Mail abgeschickt habe. Und ich wusste halt nicht, wie oft meine Mama ihre Mails checkt. Deswegen habe ich ihr zur Sicherheit dann nochmal eine WhatsApp geschrieben. So, hey, ich habe dir gerade eine E-Mail geschrieben, ist wichtig, kannst du die bitte lesen? Und dann meinte sie nur so, okay, ja klar. Und dann habe ich aber stundenlang nichts von ihr gehört. Also es kam wirklich einfach keine Rückmeldung. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, so, hey, hast du meine E-Mail gelesen? Und ich glaube, sie hat einfach nur vergessen zu antworten oder so. Aber dann hat sie gemeint, ja, habe ich gelesen, ist okay für mich. Also wirklich sehr unspektakulär. Spoiler Alert übrigens, es war nicht wirklich okay für sie. Aber dazu kommen wir später. Genau, also das mit der Mail war irgendwie so ungefähr eine Woche vor Weihnachten, weil ich dachte, ich komme da jetzt nicht Weihnachten nach Hause und droppe erstmal die Bombe, sondern ich schicke die Mail ein bisschen früher. Dann hat meine Mama auch so ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken und zu reflektieren. Meine Eltern waren übrigens getrennt, by the way, deswegen habe ich das so separat gemacht. Ich bin dann so einen Tag vor Weihnachten, glaube ich, nach Hause gekommen und meine Mama war dann direkt so, okay, setzen wir uns mal hin und reden. Und wir haben wirklich ewig lange geredet und es war so anstrengend. Meine Mama hat mir so viele Fragen gestellt. Ich habe mich auch so ein bisschen wie in so einem Verhör gefühlt und habe die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste mich rechtfertigen. Und ich glaube, das Problem mit meiner Mama war immer so, ja, ich akzeptiere, dass du dich trans fühlst. Aber irgendwie hat sie mich gleichzeitig trotzdem nicht so wirklich ernst genommen und war halt auch irgendwie strikt dagegen, dass ich so eine Transition mache, also eine medizinische Transition, weil sie halt extrem besorgt war bezüglich der Risiken und dass ich vielleicht irgendwas bereuen werde und OPs können ja nicht mehr rückgängig gemacht werden, bla bla bla. Also sie war wirklich überrascht und es war ein krasser Schock für sie und das ist so wild, weil so alle anderen FreundInnen von mir waren wirklich null überrascht. Die waren alle so, ah ja, okay, das passt irgendwie. Aber irgendwie meine Eltern hatten das wirklich gar nicht auf dem Schirm. Obwohl ich halt wirklich schon seit meiner Kindheit immer so ein bisschen so ein Tomboy war und mich halt gerne maskulin präsentiert habe und auch sehr viele maskuline Hobbys hatte. Das sind natürlich alles Klischees und so, aber trotzdem, es hat vieles darauf hingedeutet, dass ich trans bin. Naja, auf jeden Fall mit meiner Mama war es am Anfang irgendwie sehr schwierig, auch so die Beziehung zwischen uns, weil irgendwie ich habe mich nicht verstanden gefühlt, sie hat sich nicht verstanden gefühlt und sie hat dann irgendwie auch vor lange noch meinen Deadname und sie ihr Pronomen für mich verwendet, obwohl sie halt wusste, dass ich das nicht mag. Ich meine, so oft haben wir uns dann letztendlich gar nicht gesehen, weil ich, wie gesagt, nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Aber trotzdem, es war immer wieder super anstrengend, sie dann darauf hinzuweisen, dass ich nicht mehr so genannt werden möchte. Also es war echt irgendwie eine komische Zeit, so die Zeit nach dem Outing, weil so über alle anderen Themen haben wir ganz normal geredet wie vorher. Also unsere Beziehung hat sich eigentlich nicht geändert. Aber immer wenn so dieses Trans-Thema zur Sprache kommt, sind wir halt voll geclashed. Ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe ihr so Dokus und so Videos mitgeschickt in dieser E-Mail damals, weil ich dachte, sie weiß nicht zwingend, was trans sein überhaupt bedeutet und deswegen schicke ich einfach mal zur Info ein bisschen Material mit. Und ich glaube, sie hat sich auch nur eine von den Dokus angeschaut, aber in der ist halt so ein Transmann dann zum Endo gegangen und hat dann Testo bekommen und ich glaube, das war schon zu viel für sie, so zu sehen, dass diese Person dann Hormone gespritzt bekommt. Also diese ganzen medizinischen Schritte, da war sie wirklich vehement dagegen. Und das war halt für mich auch total schlimm, weil das waren Sachen, auf die ich mich eigentlich gefreut habe, aber irgendwie konnte ich mich immer nicht so richtig komplett freuen, weil ich immer noch diese Stimme von meiner Mutter im Hinterkopf hatte, so, was ist, wenn du das bereust, was ist, wenn das falsch ist? Und dann habe ich manchmal echt angefangen zu zweifeln, obwohl ich mir eigentlich vorher 100% sicher war. Und ja, irgendwie habe ich das alles schon total verdrängt gehabt, aber jetzt kommt alles wieder hoch. Okay, es ist jetzt schon ein paar Jahre her und über die Zeit ist das Verhältnis mit meiner Mutter auch besser geworden. Irgendwann hat sie dann auch angefangen, Luca zu sagen und so meine Transition ein bisschen mehr ernst zu nehmen. Vielleicht hat sie über die Zeit einfach gemerkt, dass es das, was ich will und das, was mich glücklich macht. Und dann war ich auch durch mit meiner Transition, also mit Testo und mit meiner Mastek und dann war es auch wieder vorbei. Dann gab es halt nichts mehr, worüber man diskutieren konnte. Genau, das war die Situation mit meiner Mutter. Mit meinem Papa war es ein bisschen unkomplizierter. Ich glaube, bei meinem Papa habe ich mich tatsächlich auch gar nicht selbst geoutet, sondern meine Mutter hat das irgendwie weitererzählt. Also mir war das auch egal, so passt schon, dann muss ich es nicht selber machen. Und ich glaube, mit meinem Papa, das war halt ein bisschen später. Da war ich, glaube ich, wieder in München und dann hat er mir halt geschrieben so, hey, ich habe gehört, du bist trans. Und dann haben wir auch nochmal so ein längeres Telefonat gehabt, in dem er mir halt so Fragen gestellt hat und ich habe versucht, so alles so gut wie möglich zu beantworten. Und am Anfang sind ihm natürlich auch oft der falsche Name und die falschen Pronomen rausgerutscht. Und er hat es, glaube ich, nicht so wirklich verstanden, aber so vehement dagegen war er jetzt nicht wirklich. Er war dann halt immer so, bist du dir sicher? Hast du darüber nachgedacht? Und ich war immer so, ja, ich bin mir sicher. Und dann war er so, ja, okay, wenn dich das glücklich macht, passt. Ja, also das mit meinem Papa war irgendwie nicht so dramatisch. Dann bleibt noch mein Bruder übrig. Mein Bruder hat das, glaube ich, aber schon bevor ich mich überhaupt geoutet habe, so ein bisschen mitbekommen, weil ich war ja schon bei meinen FreundInnen geoutet und auf Social Media hatte ich meinen Namen geändert und er hat halt auch mitbekommen, dass ich mich irgendwie immer Luca vorgestellt habe bei den Leuten. Also ich war mir nicht so sicher, ob er es wusste oder nicht wusste, aber ich wusste, er wusste, dass irgendwas im Busch ist. Und das war auch an Weihnachten, ich glaube, am gleichen Tag, als ich mich bei meiner Mutter geoutet habe, habe ich mich dann, glaube ich, auch beim Essen oder so nochmal bei meinem Bruder geoutet. Und er hat es eigentlich auch ganz locker aufgenommen. Also er war am Anfang bestimmt so ein bisschen verwirrt und musste sich erstmal so ein bisschen an die neue Situation
gewöhnen, aber ja, es war eigentlich ganz entspannt. So, jetzt meine Tipps an euch für das Outing bei eurer Familie. Erster Tipp, fühl dich nicht gezwungen, dich sofort bei deiner Familie zu outen. Also früher oder später solltest du dich outen, aber du musst das nicht sofort machen. Lass dir einfach Zeit und mach's erst, wenn du dich bereit dazu fühlst. Okay, so 100% bereit ist man eigentlich nie, aber lass dir Zeit, denn es gibt auch keinen richtigen oder falschen Weg, sich zu outen. Also du musst dich nicht mit denen aufs Sofa setzen und eine emotionale Rede halten, wie du dich nie als Frau gesehen hast. Kannst du natürlich gerne machen, du kannst auch gerne eine PowerPoint-Präsentation machen. Aber es ist auch völlig okay, einfach eine E-Mail zu schreiben oder einen Brief zu schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht. Oder irgendwie eine Mischform aus beiden ist auch möglich. Also du schreibst zum Beispiel einen Brief und dann gibst du den Brief deinen Eltern und die lesen den dann, während du daneben sitzt. Und danach könnt ihr noch ein persönliches Gespräch haben. Also das mit der E-Mail war für mich auf jeden Fall eine gute Lösung, weil dann meine Mama auch erstmal so ein bisschen Zeit hatte, drüber nachzudenken. Und ich hatte halt extrem Angst vor dieser direkten Konfrontation. Aber das kommt halt, wie gesagt, total auf dich an, welche Form der Kommunikation du bevorzugst und auch vielleicht einfach auf die Beziehung, die du mit deinen Eltern hast. Also such dir einfach was aus, was für dich in dem Moment am besten passt. Erzähl auch am besten einem guten Freund oder einer guten Freundin vorher von deinen Outing-Plänen und plan vielleicht auch was Schönes für nach dem Outing, weil dann hast du so ein bisschen deinen Safe Space, auf den du zurückfallen kannst. Und wenn das Outing nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, hast du direkt jemanden, bei dem du dich so ein bisschen ausheulen kannst. Und wenn das Outing gut läuft, dann habt ihr was zum Zelebrieren. Wenn du dich irgendwie vorbereiten willst auf das Outing-Gespräch mit deinen Eltern, dann hilft es auf jeden Fall schon mal so Antworten auszudenken für potenzielle Fragen, die deine Eltern stellen könnten. Also du musst dir vorstellen, die haben eventuell von Transsein noch nie was gehört, bis wenig gehört. Und so voll viele Sachen, die für dich eigentlich selbstverständlich sind, musst du deinen Eltern auch erstmal ganz genau erklären. Und voll oft wollen die halt auch wissen, so wie du dir sicher bist, wie du das herausgefunden hast. Manchmal auch gar nicht, um so deine Trans-Identität anzuzweifeln, sondern einfach, weil sie dich besser verstehen wollen. Also überleg dir, wie du auf solche Fragen am besten eingehen könntest. Dann, ich weiß, es ist schwierig, aber du musst wirklich geduldig sein. Ich glaube, die wenigsten Eltern sind so, okay, cool, du bist trans, let's go. Sondern auch, wenn Eltern eher positiv reagieren, haben sie trotzdem oft viele Ängste und Sorgen und müssen sich auch erstmal an die Situation gewöhnen und ihnen rutscht bestimmt auch noch oftmals der falsche Name raus. Und sie müssen das auch erstmal für sich einfach verarbeiten. Und das dauert meistens einfach so ein bisschen. Und diese Übergangszeit fand ich auch ganz schrecklich bei mir, aber die geht auf jeden Fall vorbei. Okay, ich kenne deine Eltern natürlich nicht, aber so was ich von meinen Friends gehört habe, waren die Eltern am Anfang meistens so ein bisschen so skeptisch, aber mit der Zeit haben sie sich dann an den Gedanken gewöhnt und waren dann auch supportive. Und wenn du das Outing bei deinen Eltern geschafft hast, dann hast du den schwierigsten Schritt deiner Transition eigentlich schon hinter dir. Also für mich war das auf jeden Fall der schwierigste und nervenaufreibendste Schritt meiner Transition. Die restlichen Sachen sind natürlich auch nicht einfach, aber so, da ist mir auf jeden Fall erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. Auch wenn das Outing bei mir nicht perfekt gelaufen ist, war ich auf jeden Fall erleichtert, dass ich es hinter mir hatte. Und ich hatte auch das große Glück, dass meine Freunde und auch die Personen, die ich gedatet habe zu dem Zeitpunkt, dass die alle super supportive waren und mich dann auch irgendwie voll aufgefangen haben mit meinen Problemen und Gedanken. Okay, das war's. Ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao!